Hallo Leute und herzlich willkommen zu Planetera 2 Golden Archon. Das ist ein Idle-Clicker-Spiel, so ähnlich wie Cookie-Clicker, nur dass man hier halt einen Garten hat. Es geht darum, komische Schmetterlinge zu fangen, weil man dafür Geld bekommt. Und seinen Garten immer weiter auszubauen, um somit auch mehr Geld zu bekommen. Und ein Imperium aufzubauen. Und vor allem geht es darum, den Ahornbaum hier in der Mitte wachsen zu lassen. Weil ein Baum, der wächst, der nimmt CO2 auf, der spendet Schatten. Und mit Schatten verringert man... dass die Welt sich auflädt mit Wärme und somit werden wir dann den Klimawandel auf eigene Faust einfach stoppen. Ja, das ist das Ziel heute und ich gehe nicht aus diesem Video raus, bevor wir das nicht erreicht haben. So, apropos erreicht, wir sind schon Level 2. Dadurch können wir uns einen Erdbeerbusch holen. Der würde uns 4 Erdbeeren jeweils geben, die uns eine Münze geben. Geil. Je mehr Münzen man kriegt, umso höher geht das Level. Das Level seht ihr unten links. Denn mit jeder Münze, die wir dazu bekommen, jetzt habe ich die ganzen Fische nicht eingefangen. Oh, ihr seid schuld, weil ich euch wieder was erklären wollte. je mehr man Geld kriegt, kriegt man auch XP und kriegt neue Sachen freigeschalten. Jetzt am Anfang ist das natürlich noch relativ langsam. Wir können unserem kleinen Schnubbeldubbel hier helfen, das ist unser Farmer, dass er die Sachen schneller holt und auch verkauft, indem wir einfach selber auf die Sachen raufklicken. Das ist ganz chillig, aber ansonsten hilft er uns auch gerne mit. Und je mehr man natürlich von diesen Buschen pflanzt, umso teurer werden sie. Ihr habt schon gesehen, eben hat er nur 20 gekostet, jetzt kostet er schon 38. Und wir können ja mal gucken, was dieser Vogel vorhat. Wie lange bist du friedlich, du kleiner Vogel? Ich habe meinen Hammer schon ready. Da kommt der zweite Vogel, ist eine ganze Vogelfamilie. Doch, der klaut mir einfach meine Erdbeere. Ich wusste es, ihr seid böse. Böse kleine Vögel. Ja, auf das muss man nämlich auch achten in diesem Spiel, dass man keine Schädlinge hat. Guck mal, da haben wir noch einen zweiten Wobbeldobbel. Geil. Was haben wir noch? Das ist das Pfirsichbaum. Pfirsiche wachsen an Bäumen? Okay. Aber da sind sogar schon 5 Pfirsiche dran. Wenn die in derselben Zeit sind wie die Erdbeeren, dann würden die natürlich eine Münze mehr machen pro Saison. Das wäre natürlich mega krass. Können ja erstmal alles vollballern hier mit Lauch. Genau, Lauch ist das. Warum habe ich das Lauch nicht erkannt? Ich bin doch auch ein Lauch. Oh, hier ganz viele Pfirsiche. 5 Stück. Verkaufe ich alle. Brauchst nichts machen, mein kleiner Wobbeldobbel. Ich komme hier auch ganz gut alleine zurecht auf meiner Farm. Auch wenn das ganz schön viel Geklicke wäre, wenn ich das alles selber machen müsste. Bin schon froh, dass ihr da seid. Zwar auf Niedriglohnsektor. Also ich meine, die kriegen 1 Gold die Stunde für ihre Arbeit hier. Wenigstens kriegen sie überhaupt Geld. Da sollten sie mal froh sein, dass sie überhaupt Geld mit nach Hause nehmen können. Naja, was heißt nach Hause nehmen? Die dürfen sowieso nicht von meiner Farm weg. Level 4, eine Katze. Oh, eine Katze? 50 Gold? Ich habe keine Ahnung, was die Katze macht. Vielleicht steigert sie die Moral unserer Arbeiter und die sind dadurch jetzt schneller. Das kann natürlich sein. So eine süße Katze, klar. Nämlich... Oh, sie macht was. Was ist das? Ein Fellknäuel? Hä, den Fellknäuel eingesammelt. Ich glaube, der war sogar was wert. Okay, sogar die Katze bringt Geld in dieses Spiel. Die macht einfach Fellknäuel und ist süß drauf. Also die Motivation wird sie trotzdem auch steigern. Da. 5 Gold! Level 5! Möhren und eine Blume? Okay, was macht die Blume? Also Möhren sind auf jeden Fall richtig... Nein, nicht genug Platz! Sind auf jeden Fall günstig mit 10. Die werden dann wahrscheinlich auch mehr bringen als der Lauch, ne? Lauch bringt 4x1 und so eine Möhre bringt 4x2! Oh, das heißt, man muss die Sachen auch abreißen, oder was? Wie reißt man denn hier Sachen ab? Lauch weg, Lauch weg. Und dafür kommen da jetzt Möhren hin. Die bringen einfach doppelt so viel. Und der Preis für das Lauch ist auch runtergegangen. Okay, so muss ich immer weiter upgraden mit der Zeit. Ein Marienkäfer, der bringt einfach 50. Ich bin reich, ich bin Marienkäfer reich. Der bringt einfach so viel wie 10 Katzenauskotzungen. Nice. Ich liebe es. Was haben wir noch bekommen? Eine Blume. Was macht eine Blume? Bringt uns 100 Blumenpunkte. Okay. Und die kann man anscheinend überall hinsetzen. Na go, die kosten ja nichts. Blümchen. Ah, ich sehe. Hier, warte. Da, Toggle. Hier unten. Das bringt Blumen. Dadurch kriegen wir A-Hörner. Wir haben fast 1500 A-Hörner. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, für 500 Münzen können wir, glaube ich, unseren Garten dann auch vergrößern. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen mit dem Erweitern, weil ich muss hier gerade irgendwie mein ganzes Geld... Oh, wir haben 9 Arbeiter. Dafür ausgeben, dass unsere Wirtschaft hier überhaupt noch floriert. Ha, das passt sogar, weil wir ein Gärtner sind. Florieren, wisst ihr, wegen Floristen und so. Cool, oder? Wir sollten vielleicht mal, wir haben hier einen neuen Baum bekommen, einen Blaubeerenbaum. Der wäre auf jeden Fall auch schon mal stärker als Erdbeeren, obwohl ich Erdbeeren natürlich irgendwie leckerer finde als Blaubeeren. Aber Blaubeeren sind, glaube ich, gesünder. Kann man mal machen. Also immer schön alles upgraden, damit man doppelt so viel Geld bekommt. Und doppelt so viel Geld heißt, wir sind doppelt so schnell fertig mit diesem Spiel. Ja, das ist ein gutes Goal. Dann können wir schneller in Rente gehen, Leute. Die Sache ist ja, wenn man ein Bauer ist, dann geht irgendwann der Rücken kaputt. Und man muss es schaffen, bevor der Rücken kaputt ist, schon genug Geld angesammelt zu haben, um in Rente gehen zu können. Im besten Falle
So in den 30ern, ja, das ist, glaube ich, das Ziel als Bauer, in den 30ern in Rente zu gehen, ganz klar. Ach, ich habe gesehen, wir haben auch noch Hüte bekommen. Hier, geile Strohhüte bzw. Bauernhüte, so wie ich ihn auch aufhabe. Dann sind wir die Strohhutbande, Leute. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, alle Strohhüte, let's go. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, das steht ja auch nicht dabei. Aber vielleicht sind sie dadurch schneller oder fühlen sich cooler. 1000, die bringt 1000, ne? Okay, let's go. Okay, unser Ahornbaum ist gestiegen. Und... come on, 500. Verbessern. Ah, da kriegt man sogar einen Bauarbeiter dazu. Ein Farmer meine ich natürlich. Und der gehört natürlich auch zur Strohhutbande. Let's go. Oh, wir haben ein neues Pet. Eine Henne. Die macht Eier für 10. Ja, let's go. Hier. Hoffentlich wird der nicht gefressen von irgendwen, von den Katzen. Ansonsten könnten wir zwischenzeitlich hier nochmal so günstige Büsche hinplatzieren, damit wir überhaupt Geld bekommen. Ist auf jeden Fall ein recht chilliges Spiel, wenn man nicht die ganze Zeit klicken müsste. Ich wünsche mir mehr Automatisierung. Auch irgendwas gegen Schädlinge, ne? Keine Ahnung, eine Vogelscheuche oder sowas, das wäre ganz cool. Oder wenn die Katzen irgendwie die Vögel angreifen würden oder so. Also meine Katze, die frisst hier immer die ganzen Minimotten und sowas auf. Das ist ganz interessant. Was ist da? Okay, wir haben einen neuen Typen, Pilz und... sieht aus wie eine Zwiebel oder so? Was ist das? Zwiebel, ja. 4x3. Jetzt ist halt die Frage, ist das besser, alles hier zu upgraden? Also die Bäume und sowas? Oder sich erstmal mehr Garten zu holen? Ich glaube, so eine Gartenerweiterung bringt mehr, weil wir dadurch auch einen Mitarbeiter mehr dazu bekommen, nicht wahr? Ja, wieso hat er keinen Hut auf? Ich habe doch extra noch mehr Hüte gekauft. Hier, tragt meine Hüte. Ah, jetzt haben wir ja wieder mehr Platz, stimmt. Hier, diese Blaubeeren, die sind zwar doppelt so teuer, bringen aber auch genauso viel. Das heißt, das bringt gar nichts, ne? Ich kann genauso gut hier so eine Erdbeere hinpacken. Für den halben Preis, die ist sogar mehr als den halben Preis weniger. Heißt, dadurch gewinne ich sogar mehr, I guess. Beziehungsweise... nee. Das ist eine dumme Rechnung, oder? Wenn die Blaubeere doppelt so lange auf dem Spielfeld ist, dann habe ich, glaube ich, diesen geringeren Preis schon wieder rein. Das heißt, es ist tatsächlich doch schlauer, wenn ich die anderen reinpacke. Dann kriege ich eigentlich Geld wieder. Nee, ich kriege nicht mal mein Geld wieder! Dann habe ich jetzt einfach Geld für nix ausgegeben. Also doch lieber immer das Teuerste raufpacken und nicht die günstigen Sachen. Ist ja, denn man hat erstmal gar kein Geld für diese teuren Sachen. Dann kann man auch erstmal die günstigen Sachen raufpacken. Aber so funktioniert ja Wirtschaft. Klein anfangen und sich dann immer weiter erhöhen. Okay, let's go. Dann lass mal die ganzen Erdbeeren hier wegballern. I don't care. Ich hole mir nur noch Premium-Stuff. Eine P-Mütze, eine Pario-Mütze. Let's go. Ihr kriegt alle Pario-Mützen. Aber ich vermute mal... was bist du denn? Oh, man kann ihn einfach anklicken. So ein Kirby-Typ. Alter, da bringe ich viel Geld. Das ist ja der Jackpot. Ich habe übrigens noch mehr Katzen geholt, weil die einfach süß sind. Sieht sau witzig aus, wie die ganzen Katzen hier umherlaufen, nur weil da so ein... was ist denn das überhaupt? Ach, ist eine Maus? Flüchten meine Katzen vor der Maus, aber nicht vor dem Fuchs, hä? Oh, wir haben neue Hüte. Hüte. Günstige Hüte. Koboldhüte, ja klar. Wir haben auch Diversität bei unseren Arbeitern. Wir haben jetzt 6 mit Koboldhut, wir haben 2, 3 mit einem Pario-Hut und einen der Vorarbeiter mit dem Strohhut. Denn in der Dizzy Farming Corporation stehen wir natürlich für Diversität. Die sehen zwar alle gleich aus und sind alles blauhäutige. Aber eigentlich kann ich mich auch einfach zurücklehnen, nicht wahr? Ich muss da gar nichts machen. Dann ein bisschen Verlust ist immer durch so ein paar Leute hier. Aber die gehen ja auch wieder weg. Wenn sie dann ihre Beute haben, dann lassen sie mich ja in Ruhe. Also das ist mehr oder weniger so ein Schutzgeld an die Viecher, die mir hier Sachen klauen wollen. Schon in Ordnung. Hier, guck. Er ist glücklich. Und wenn er glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Für einen so einen Apfel. Wie viel ist so ein Apfel wert? Guck mal hier, so ein Apfel ist gerade mal 2 Münzen wert. Und 5 Stück habe ich pro Baum. Also das kann ich, glaube ich, mal abgeben. Dann chill ich jetzt einfach mal, klick immer mal... oh, da ist noch ein Marienkäfer. Immer auf diesen Typen hier rauf, wenn er denn mal da ist. Und dann läuft das auch. Guck hier, für 3000 habe ich doch dicke. Und dann warte ich einfach, bis ich mir wieder neue Sachen kaufen kann. Ein Vogelhäuschen. Da können die Vögel rein und dann geben sie mir Eier, die Geld bringen. Aber 2 Eichen dafür? Ja, okay. Sieht zumindest hübsch aus, I guess. Guck mal, da kommt schon der erste Gast. Ah, süß. Nice. Hat er einfach ausgekackt. Und wenn er rausgeht, lässt er sogar noch Federn liegen. Auch nett von ihm. Ente. Oh, ganz schön große Ente. Die Ente ist einfach doppelt so groß wie eine Katze. Ah, wie süß, ein Fuchshut. Was sie auch alles über sich ergehen lassen müssen, meine armen Leute hier, meine armen Bauern. Aber sie sehen immer noch sehr glücklich aus. Das muss man einfach sagen. Hier, Fred arbeitet mit. George, Gustav, Manfred. Alle glücklich, alle glücklich, allesamt. Oh, einen neuen Busch haben wir auch. Ist das eine Gurke? Gurke an dem Busch, ja, genau. So funktioniert das nicht, oder? Gurken sind ja wohl wirklich nicht an dem Busch. Gurke... die wachsen aber doch in der Erde, oder nicht?
Nee, die wachsen tatsächlich an so einem Busch oder was? Nur in Erdnähe? Gurkenpflanze. Hä? Die hängen so runter? Das ist ja komplett wild. Okay, ich wusste nicht, wie Gurken angepflanzt werden. Das ist ja komplett wild. Habe ich nur leider keinen Platz für meine Gurken. Wir müssen ganz dringend unseren Garten erweitern. So, jetzt haben wir Platz. Gurke. Auf der anderen Seite. Oh, auch noch. Das ist ja ganz schön anstrengend, von links nach rechts sich hier zu manövrieren. Aber ich will sehen, wie so eine Gurke wächst. Schade, man kann nicht ranzoomen. Ja, sie wächst. Okay. Wie viel bringt denn so eine Gurke? Eine Gurke bringt 5 ganze Münzen. Ey, immer nur eine Münze mehr. Das bringt, lohnt ja gar nicht. Bekommen, so Hilfe, meine Gurke bildet nur männliche Blüten. Oder erstmal nur männliche Blüten. Soll ich hier? Okay, hier, wir sind noch weitergekommen. Wir haben gerade Frösche bekommen. Frösche fängt Schmetterlinge. Das, genau das will ich doch haben. Schmetterlings fressende Frösche. Ja! Super gut! Einfach ein Pepe! Einfach ein Pepe, der mir Geld reinbringt! Ist ja wie in Krypto! Let's go! Ganz viele Frösche! Ich will alle Frösche dieser Welt! Na gut, ein so ein Apfelbaum kann weg und dafür kommt so ein Pflaumenbaum. Oh, der bringt aber richtig schön Farbe hier mal rein ins Spiel. Schäfchen! Die bringen wahrscheinlich Wolle. Und ein Bienennest, sure. Wo ist es? Da oben! Süße kleine Bienchen, die bringen wahrscheinlich Honig. Die 100 bringen. Oh, mega wild. Das ist schon krass. So, wie sieht's hier aus? Okay, 66,6k. Klar, ich bin ja auch der Teufel. Ich komme natürlich bei 66,6k wieder zurück. Ich habe ein halbes Arctic Warrior Video geguckt. Heißt, das war so ungefähr eine halbe Stunde. Oh, sorry. Sound ist nicht laut genug. So. Ja, wir haben Geld. Was haben wir sonst noch so bekommen? Wir haben einen neuen Baum. Wir sind schon auf der zweiten Seite, Leute. Das ist ganz klar. Ich weiß es nicht. Ein Regenbogenapfel. Eine Mango. Na klar, ein Mango. Mag ich übrigens überhaupt nicht. Mango klingt immer richtig lecker, aber ich finde, dieser Mango-Geschmack ist einfach so ein richtig komischer Kotzgeschmack. Mag ich überhaupt gar nicht. Ich bin ein Mango-Hasser, kann man schon fast sagen. Lass dafür mal irgendwas abreißen. Oh, wir brauchen diese komischen Birnen nicht. Birnen kommen weg. Was haben wir sonst noch Neues? Wir haben... Was ist das? Himbeeren? Okay, kann man machen. Dann kein neues Tierchen. Aber neuen Hut, ein Karottenhut. Und noch eine Ziege. Klar, Ziegen können ja auch überall rein. I don't care. Die kacken mir bestimmt auch alles voll. Oder was machen Ziegen? Oh, geben Ziegenmilch. Na klar. Da machen wir schöne Ziegenmilch draus. Und schönen Ziegenkäse. Und so. Den salzen wir dann richtig schön. Und dann ist er doch richtig lecker, schmecker, fatzuklecker. Apropos, ich glaube, ich laufe mir mal ein Brot. Sehen uns gleich wieder. Die arbeiten hier sowieso von alleine weiter. So, 83,5k. Okay, haben wir ein bisschen Geld dazu bekommen, während ich mein Brot gemacht habe. Kohl, wir haben Kohl dazu bekommen. Was noch? Eine Seerose. Kann die auch? Die können wir einfach auf die anderen Dinger, auf diese Blätter raufpacken. Sieht nur nicht so geil aus. Das wäre doch mal eine coole Synergie gewesen. Na gut, klatschen wir damit auch alles voll, damit wir mehr Ahörner bekommen. Ach so, oh. Okay, neue Hüte und so. Aber wir haben natürlich so viel Geld. Wir können uns hier ja übelst viele Verbesserungen holen. Oh, das hätte ich eben schon machen sollen. 3 Verbesserungen. Let's go. Dann können wir uns mehr Ziegen holen. Oh, und wir können uns... Oh, wir haben 11 Dinger. Warte, warte, warte. Wollen wir Level 9 werden? Oder wollen wir uns eine goldene Eichel holen? Ich will wissen, was eine goldene Eichel macht, aber ich will auch Level 10 werden. Ah! Okay, wir holen uns eine goldene Eichel. Nächste geht so erst, wenn wir Level 9 sind. Was bringt die mir jetzt? Hallo? Hallo, ich habe eine goldene Eichel. That's what she said. Nee, that's what he said. What? Hallo. Na jetzt aber. Level 9. Da muss doch noch irgendwas... Da ist unsere goldene Eichel. Was bringt die mir? Boop. Goldene Eichel. Hä? Hat mir das eine ganze Eichel gebracht? Doch, ja. Wow. Man kriegt einfach Eicheln dadurch. Das ist ja richtig krass, dann so eine goldene Eichel. Ich hole mir so viele goldene Eicheln. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie viele goldene Eicheln ich mir holen werde. Was ist das? Ein Wachhund, schützt den Garten allgemein. Ja, hier kommen ganz viele Wachhunde, let's go. Aber an sich wäre es doch dann jetzt richtig schlau, wenn ich einfach immer diese Eicheln hier farme. Weil damit kriegt man die ja richtig schnell. Viel, viel schneller, als wenn man einfach so wartet, dass das immer hochgeht. Oh, Level 10? Level 10, es passiert was! Es passiert was. Wir haben einen Eingang. What is it? Hallo? Treffen Sie Waragp, steht da. 45? 44? Gesperrt, gesperrt? Was? Ah, ich muss Level 44 sein dafür. Was ist denn das für ein Viech? Irgend so ein Magiewesen in meinem Ahornbaum drin. Wir müssen erstmal die... 44? Ich bin Level 27.
Du willst, dass ich Level 40 werde? Oh, das kann ja ewig dauern. Aber an sich passiert hier jetzt nicht mehr so ganz viel. Also man sammelt halt die ganze Zeit seine komischen Ahorn-Dinger hier ein. Kann damit seinen Baum immer weiter leveln. Und das Leveln von dem Baum bringt halt, dass du dir dann wieder mehr goldene Eicheln holen kannst. Aber ansonsten warte ich jetzt eigentlich wirklich nur darauf, dass ich hier Level 44 werde. Aber das dauert ewig. Ich habe hier schon alles Mögliche verbessert. Guck mal, die Biene. Die Biene allein gegen die Aliens. Sehr gut, Biene. Boah, ich weiß nicht, will ich echt noch Level 4? Ich will wissen, was dann passiert. Okay, ich lasse das nochmal ein paar Stunden laufen. Mal gucken, was denn diese schöne kleine Karte da bringt. Für euch ist das nur ein Schnitt. So, guten Morgen, Leute. Wir sind fast Level 44. Hat auch gar nicht so lang gedauert. Nur ein paar Stunden, bis wir hier endlich angekommen sind. Ihr seht, meine Farm hat sich ein bisschen vergrößert. Der Baum ist riesengroß. Der füllt einfach das ganze, meine ganze Farm hier ein, den ganzen Bildschirm. Ich habe noch ganz viele neue Bienchen mir dazu geholt und ganz viele Vogelhäuschen. Und meine neueste Errungenschaft ist tatsächlich der Typ hier. Warte, ich habe nämlich eine neue Funktion kennengelernt. Ich kann hier machen, dass ich nur meine Tierchen alle zum Beispiel sehe. Und mein neuestes Tierchen ist hier so ein Einhorn. Das verliert immer mal sein Einhorn und das Einhorn ist dann auch wieder Geld wert, 180. Und das allerbeste, was ich gerade rausgefunden habe, ist, hier, es gibt bei, wo war denn das? Hier bei Special gibt es so einen komischen Sack zu kaufen. Der kostet nur 20k momentan und der macht einfach, dass meine Münzfertigung erhöht ist. Ich kriege einfach den dreifachen Wert, wenn ich hier so einen Sack kaufe, bupp, und ich kriege wieder viel, viel mehr Geld rein. Jetzt kriege ich das Vierfache, glaube ich. Viermal so viel, wie ich sonst reingekriegt hätte. Ich habe hier auch noch so eine komische Mühle zum Beispiel, aber der sagt dann mal, ich habe keinen Platz dafür und ich möchte aber ungern irgendwie einen meiner Bäume abfällen, weil ich bin ja ein guter Bauer und möchte, dass hier alles schön seinen Kreislauf nimmt. Deswegen keine Mühle, aber dafür habe ich hier noch so einen Delfin, der frisst ab und zu Fische, also fängt Fische zumindest, sagt er, die sind hier unten noch irgendwo. Nein, wo ist mein Delfin? Hallo, kleiner Delfin? Das Witzige ist, ja, der schleudert die einfach nur so nach oben und dann weinen die Fische hier oben lang und bringen halt Geld ein. So, wir sind jetzt wieder bei Level 44. Let's go. Jetzt können wir uns endlich mal diese Karte angucken, die hier drin ist. Wenn sich das jetzt nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Es ist Dekostaub. Dekostaub. Dafür habe ich jetzt über eine Stunde hier rumgespielt. Vervielfachen sie die Produktion von Dekopunkten für immer. Oh, ein Multiplayer. Okay. Kaufe ich. Dekostaub. Toll. Gut, dann müssen wir nochmal Level 45 werden. Zack. Mühle. Hat mir zumindest eine Errungenschaft gebracht. Toll. Dann hat sich das ja schon gelohnt. Und da kommt jetzt Mehl rein, ja? Und Mehl bringt mir Geld ein. I see. Schöne Mühle. Cool. Dann kurz warten, dass wir Level 45 sind. Let's go, let's go, let's go. Voller Kartenstapel. Errungenschaft. Das heißt, anscheinend gibt es hier doch nicht mehr. Oh, what's this? Gottmodus. Erhöhen Sie das Verhalten und die Werte der Welt über Ihren normalen und regulären Schwellenwert hinaus. Achtung, wenn man Gott spielt, kann das unvorhersehbare und unerwartete Konsequenzen haben. Helfergeschwindigkeit erhöhen? Für nur 10, ja, easy. Erhöht die Geschwindigkeit von Helfern. Okay, also hier, das sind auch alles Multiplikatoren, quasi Endgame in diesem Spiel. Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen. Was geht sonst noch? Geschwindigkeit der tierischen Erzeugnisse erhöhen, klar. Geschwindigkeit der Erzeugnisse allgemein erhöhen, von der Marmelade und dem Bäckerzeug zum Beispiel. Auto aufnehmen, das ist richtig gut. Automatisches Aufnehmen von Interagieren mit Objekten, das hätte ich von Anfang an haben wollen. Und Auto umwandeln, Geld zu goldenen Dingern. Noch 1 Million Münzen in eine goldene Eichel, 1 Million Münzen. Also aber vor allem dieses automatische Sammeln. Wäre wohl richtig krass, dann wird man ja richtig witchy-witchy. Also noch witchy-witchiger, als ich jetzt schon bin. Da geht das Spiel ja einfach mega kaputt, wenn sogar alles hier automatisch eingesammelt wird. Ich meine, ich mache jetzt schon nichts und krieg schon tonnenweise an Stuff. Ja, aber ich glaube, sehr viel mehr hat das Spiel dann gar nicht zu bieten. Man könnte jetzt... Das ist ja quasi schon Late-Game. Gut, dann haben wir das Spiel in einer Session durchgespielt. Wir könnten natürlich nochmal... Der macht ja jetzt im Hintergrund auch immer weiter. Könnten wir, keine Ahnung, in einer Woche oder so nochmal reinschauen, ob sich da irgendwas getan hat und das Spiel dann plötzlich kaputt ist oder so. Aber ich bezweifle es ein bisschen. Aber ansonsten habt ihr jetzt das ganze Spiel gesehen. Das kostet 5 Euro. Muss jeder selber wissen, ob sich das lohnt. Oder eben nicht. Ist auf jeden Fall ganz chillig. Kann man nebenbei so spielen, während man ein YouTube-Video guckt. So habe ich das jetzt auch gemacht. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Das war jetzt mal ein anderes Spiel. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie so einen Cookie-Click auf dem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.